Sommerzeit in Bad Radkersburg heißt Flanieren und Radieren im Zentrum der Kurstadt. Die Innenstadt verwandelt sich dabei in eine stimmungsvolle und gemütliche Partyzone. Es erwartet Sie ein Shopping-Erlebnis am Abend bis 22 Uhr teilweise, bis 21 Uhr mal sicher. Autofreie Zone, die ganze Innenstadt ist abgesperrt, die Kinder können herumlaufen. Es gibt ein Kinderanimationsprogramm am Hauptplatz mit Basteln, Kinderschminken. Es gibt sechs Live-Musikbands, die jeden Freitag an sechs verschiedenen Plätzen spielen. Und natürlich ein vielfältiges gastronomisches Angebot, weil die Gastronomen der Stadt und auch ein paar, die hier hereinkommen, wunderbare Kulinarik anbieten und natürlich auch ganz tolle Tropfen aus unserer Region. Planieren und Radieren in Bad Radkersburg bedeutet auch mediterranes Lebensgefühl und Urlaubsstimmung. Beim Einkaufen bis spät in die Nacht. Wenn man sich umsieht, sieht man, welche Bedeutung das wirklich hat für die Stadt. Ich meine, außerordentliche, weil für die Menschen der Stadt, also für die Bürger oder die Einwohner, aber auch für viele andere, die zu uns kommen, weil es hat schon so einen Namen und man sieht auch heute optimal. Es war auch notwendig, neu zu organisieren. Also in der Zwischenzeit hat sich ja vieles getan, seit den letzten vollen Möglichkeiten. Und es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir so in der Art wieder feiern können. Eine Besonderheit dieser Veranstaltungsreihe ist, dass jeder Abend unter ein bestimmtes Motto gestellt wird. Also heute zum Beispiel haben wir das Thema Regenbogen zum ersten Mal, also die Vielfalt, jetzt nicht nur die bunten Fahnen, sondern auch das Thema Diversität. Wir haben die Weiße Nacht, das ist ein ganz erfolgreiches Thema, das wir schon viele Jahre haben. Wir haben die Weintracht, Rosenrot und das Schöne ist, dass wirklich bei einigen Themen die Besucher das total umsetzen bei der Kleidung. Und wir haben natürlich auch bei unserem Handel dann schon die Schaufenster die ganze Woche so dekoriert. Flanieren und Radieren im Herzen von Bad Radkersburg ist wirklich ein einzigartiges Fest im Thermen- und Vulkanland. Das Besondere ist einmal die Stadt, dass die Stadt auch erlebbar ist, die Altstadt erlebbar ist, wie es sonst eigentlich auch nicht so im Allgemeinen ist. Wir haben die Stadt, stellen wir faktisch zur Verfügung. Wir haben überall eine Fußgängerzone und die Vielfalt, die wir hier haben. Also auf der einen Seite, dass man natürlich in die Geschäfte gehen kann und sich ein bisschen was anschauen kann oder was kaufen kann, aber auf der anderen Seite auch durch die Musik, die möglich ist, durch die Kulinarik, die wir haben. Also diese Vielfalt, die insgesamt geboten wird. Ich kenne kein anderes Fest, das in der Hinsicht vergleichbar ist. Planieren und Radieren, ein wahrer Sommergenuss mit Urlaubsfeeling in der Kurstadt Bad Radkersburg.